Hallo, ihr wundervollen Waagegeborenen und Waage-Aszendenten. Ganz herzlich willkommen zu meinem Liebeshoroskop im Januar 2017. Mein Name ist Antonia Langsdorf und ich möchte euch durch die Konstellationen des Monats führen. Ja, ihr Lieben, ihr beginnt das Jahr richtig verführerisch. Ob ihr euch nun aufbrezelt oder ob ihr ganz natürlich unterwegs seid, ihr fallt einfach auf. Und die Singles können diesen Monat ihrem Herzensmenschen noch näher kommen. Liierte haben so viel Zulauf und Erfolg, dass sie aufpassen müssen, ihren Schatz nicht zu vernachlässigen. Schauen wir jetzt, wie der Erlebnishintergrund für euch aussieht, also die langsam laufenden Planeten. Darüber könnt ihr euch natürlich auch noch mal im Jahreshoroskop informieren. Da gehe ich da ja ganz, ganz, ganz ausführlich drauf ein. Diesen Monat habt ihr einen Aspekt, der aus mehreren Planeten besteht, auf euch einwirken. Und zwar einmal hier Glücksplanet Jupiter, der steht ja bei euch in der Waage, macht euch also zu strahlenden Glückskindern. Dann haben wir gegenüber den Exzentriker Uranus, der euer Partnerhaus aufmischt, Begegnung mit ungewöhnlichen Leuten, Künstlern und ausgefallenen Menschen bringt und auch den Spaß daran. Und das Ganze in einem positiven Aspekt zu Saturn, der euch bei all dem auch so ein bisschen erdet und dafür sorgt, dass ihr die Bodenhaftung nicht verliert und auch dafür sorgt, dass ihr vernünftig kommunizieren könnt, trotz der ganzen Aufregung. Das ist eigentlich eine sehr gute Konstellation. Und diese Planeten bewegen sich in etwa alle auf den gleichen Graden, sodass das diejenigen besonders stark spüren, die zwischen dem 12. und dem 17. Oktober Geburtstag haben. Die haben also diese Einflüsse alle gleichzeitig und haben deswegen sowohl ziemliche prickelnde Aufregung als auch eben eine ganz gute Bodenhaftung dabei. Dann gibt es noch die Quadratspannung hier zu Machtplanet, Transformationsplanet Pluto. Die ist ein bisschen schwierig, der steht für euch im 4. Haus. Und deutet an, dass aus der Familie Einflüsse kommen, denen ihr euch stellen müsst. Pluto kann zum Beispiel sein, dass es Geheimnisse gibt, Ahnengeheimnisse, wo man sich drum kümmern muss oder generell auch Familiengeheimnisse, kann auch ganz einfach eine Krise anzeigen, die in der Familie stattfindet und wo ihr jetzt dann eben da sein müsst. Kann auch sein, dass eben jemand anders oder auch euer Partner in der Krise ist wegen einer familiären Angelegenheit. Und da müsst ihr dann natürlich auch für denjenigen da sein. Und das habe ich vorhin angedeutet. Ihr seid eben auch sehr erfolgreich, sehr beliebt, steht im Mittelpunkt. Hier dieser Einfluss ist also schon sehr stark. Und da kann es dann eben sein, dass man nur noch dann an sich selber denkt. Aber wenn ihr hier diesen Pluto-Einfluss spürt, seid ihr eben gefordert, für euren Schatz und eure Familie da zu sein oder euch dem zu stellen, was da kommt. Und das spüren im Januar besonders diejenigen, die zwischen dem 8. und dem 14. Oktober Geburtstag haben. Da ist es übrigens auch wichtig, das ist ja so eine typische Waage-Geschichte, dass ihr euch nicht davor verschließt, wenn es eventuelle Probleme gibt. Also ihr dürft euch das auch dann nicht schönreden, sondern ihr solltet das ansprechen, wenn ihr spürt, dass etwas zwischen euch und eurem Partner steht. Okay, kommen wir jetzt zu den aktuellen Konstellationen und gehen wir den Monat mal durch. Den Auftakt bildet ja schon der Neumond vom 29. Dezember 2016, der immer das Thema für die nächsten 4 Wochen vorgibt. Und der befindet sich im Steinbock. Und damit betont der und beleuchtet der diese Familiengeschichte. Also zum Beispiel wäre hier eine Idee, vielleicht zu überlegen, ob ihr einen Familienrat einberufen wollt. Oder wie ihr euch in diesem Monat darum kümmern wollt. Und ihr müsst dabei auch darauf gefasst sein, dass sich Pläne, die ihr dabei macht, auch nochmal wieder ändern, weil wir ja hier den rückläufigen Merkur dabei haben, ne? Und ihr könnt euch vielleicht auch vornehmen, 2017 mehr über Familiengeheimnisse herauszufinden. Darüber könntet ihr zu dem Neumond meditieren. Genau, so die nächste wichtige Konstellation ist dann am 3. Januar, wenn die Venus das Zeichen wechselt. Die war ja bis dahin bei euch im 5. Haus der Lebensfreude, sehr angenehm. Die geht dann jetzt ins 6. Haus und da haben wir so den Alltag und auch euer Job, eure Jobsituation. Da sind jetzt sowieso sehr viele Planeten, da tummelt sich vieles. Also das kann sein, dass ihr dann, sobald ihr wieder anfangt nach dem Weihnachtsurlaub, dass da einiges an Trubel auf euch wartet, dass ihr entweder gefordert seid zu helfen oder dass ihr vielleicht auch selber Hilfe braucht irgendwie im Kollegenkreis. Und da kommt dann jetzt die Venus dazu. Das heißt, da kommen dann neue Beziehungen auf oder man kann vielleicht eben über gute Beziehungen zu den Kollegen dann so einiges regeln. Und das gilt dann für den Rest des Monats. Das ist eigentlich dann auch ganz angenehm. Übrigens ist das auch interessant, falls ihr Gesundheitsthemen habt. Das betont hier auch sehr stark das Gesundheitshaus und damit eben, falls ihr
da was erreichen wollt, weiterkommen wollt mit eurer Gesundheit, dann könnt ihr da was unternehmen. Also wer jetzt zum Beispiel im Januar geplant hat, mal in Kur zu gehen oder in Urlaub, was für die Gesundheit zu tun, dafür stehen die Sterne auch sehr gut. Ja, dann fünfter und sechster ist der Mond im Widder. Das ist sehr prickelnd für euch. Aktiviert euer Partnerhaus, aktiviert diese prickelnde Spannung zwischen Jupiter und Uranus. Sehr spannend für vage Singles diese Zeit, dass sie jemanden kennenlernen können. Es ist aber gleichzeitig auch ein bisschen kritisch, weil ja vom 5. an die Sonne immer näher hier zum Pluto hinrückt und damit dieses Quadrat auch hier aktiviert. Und das kann eben auch bedeuten, dass so prickelnd es auch für euch ist in Liebe und Partnerschaft oder in neuen Begegnungen, so sehr seid ihr auch in der Familie gefordert, dass da vielleicht eben jemand eine Krise hat. Da wird vielleicht von mehreren Seiten an euch gezerrt und dann solltet ihr euch natürlich entscheiden, hier in dieser Krise dann wirklich auch für andere da zu sein oder euch dem zu stellen. Das ist dann sehr, sehr wichtig. Trotzdem kann hier diese Spannung auch ab und zu noch für schöne Ablenkung sorgen, ne, von dem ganzen Stress. Genau. Ja, während der Zeit am 8.1. wird der Merkur auch wieder direktläufig, steht in der Zeit auch gut für euch. Da könnt ihr also vielleicht auch klären, was Anfang Januar da noch schwierig war und im Argen lag. Auch später noch, dann läuft er ins Familienhaus rein. Da gibt es also auch sicherlich dann gute Gespräche und die Möglichkeit zur Aufklärung oder Klärung von schwierigen Situationen oder eben auch um Pläne zu machen, wie man damit fertig wird. Und dann haben wir ja am 12.1. eben diesen Vollmond, der bei euch dann auch noch mal ein Schlaglicht auf diese Familiengeschichte werfen wird. Dann müsst ihr einfach gucken, wo ihr dann steht. Vielleicht versteht ihr dann auch schon ein bisschen, was da los ist und was euer Anteil ist, was ihr da tun könnt. Und gleichzeitig ist eben die Beziehungsachse auch sehr stark betont. Das ist also schon, da geht es richtig rund bei euch im ganzen Horoskop, auf allen Punkten, die wichtig sind bei euch. Es steht dann alles so ein bisschen in Flammen. Müsst ihr mal gucken, was dann da wirklich für euch los ist. Aber es ist sicherlich eine sehr herausragende Zeit für euch, wo ihr auch sehr bewusst sein solltet, ne, was ihr dann tut und wie ihr euch dann verhaltet. Das hat große Auswirkungen und da seid ihr dann wirklich, da könnt ihr zum Helden werden, aber ihr müsst euch auch sehr bewusst sein, was ihr da tut in dieser Zeit. Genau. Ja, dann haben wir am 13. und 14. aber schon wieder Top-Tage für euch, wo nämlich dann eine schöne Mondkonstellation mit Mond im Löwen auch so ein bisschen wieder Entspannung bringt, auch neue Impulse bringt, vielleicht auch schöne Ideen. Und der Mond steht im Haus der Freunde, also vielleicht auch Hilfe oder gute Ideen, gute Impulse durch eure Freunde. Und davon habt ihr ja wahrscheinlich sehr viele, als typische Wagen jedenfalls. Das ist eine gute Zeit für euch, der 13. und 14. Ja, dann haben wir ja am 18. und 19. noch zwei schöne Top-Tage für euch, wenn nämlich der Mond in der Waage steht. Das ist sowieso immer gut und für alle, das werde ich ja hier nicht müde zu betonen, und natürlich für euch in eurem eigenen Zeichen und dann am 19. auch nochmal den Jupiter aktiviert. Ist auch wieder sehr spannend für alle, die vielleicht jemand Neues kennengelernt haben. Das ist sicherlich dann eine sehr prickelnde Phase des Monats für euch. Am 19. geht ja dann auch die Sonne in den Wassermann. Das ist natürlich eine sehr gute Nachricht für die Waagegeborenen, denn dann geht sie einen Monat lang durch euer fünftes Haus der Liebe, der Sexualität und Kreativität ganz super schön und aktiviert, bringt dann eine Vitalität in euer Liebesleben und kann auch den Beginn neuer Liebesaffären begünstigen. Das ist eine gute Nachricht für euch. Und dann auch top ist dann das Wochenende 28. 29., weil wir dann den Neumond auch in dem Bereich haben. Also da könnt ihr dann überlegen, welches kreative Projekt wollt ihr anschieben oder eben auch, wie soll es in der frischen, prickelnden Affäre weitergehen? Was könnt ihr tun, um eure Lebensfreude anzufachen? Und ihr könnt euch eben dann auch schon mal auf einen wunderbaren Februar einstellen, sehr prickelnden Februar. Denn der Mars geht dann am 28. in den Widder und damit in euer Partnerhaus. Das kann natürlich auch schon Konflikte mit sich bringen, also so kleinere Reibereien in der Begegnung oder vielleicht auch in festen Partnerschaften. Aber es ist eben auch einfach, sind prickelnde Impulse, besonders für vage Frauen. Der Mars ist ja so der junge Mann, der Liebhaber. Und das heißt einfach, dass ihr da spannende Typen
kennenlernen könnt. Und im Februar gesellt sich ja dann auch noch die Venus dazu. Und dann sind Venus und Mars die ganze Zeit bei euch im Partnerhaus. Und das ist einfach eine Hammerzeit für euch. Ne? Da rede ich dann im Februar-Horoskop noch drüber. Also da könnt ihr euch dann schon drauf einstellen. Klar, hier diese Familiengeschichte hält weiter an, weil Pluto da einfach ja sehr lange steht. Aber dieser Brennpunkt, dass das so im Brennpunkt steht, ne, das lässt dann ein bisschen nach. Das ist im Januar noch sehr stark ausgeprägt, lässt dann aber zum Februar hin allmählich nach. Und da dürft ihr euch dann voll und ganz auf heiße, schöne Liebesbegegnungen einstellen. Ja, ihr Lieben, und falls ihr euch für dieses Thema in der Astrologie näher interessiert, ich biete ab Januar den Kurs, den Ausbildungsteil an, wo es um Liebe und Beziehung im Horoskop geht. Der Kurs beginnt am 28. zu dem Neumond. Und wenn euch das interessiert, es wird ein kostenloses Infowebinar geben. Das findet am 28. Dezember statt und wird dann auch als Video kostenlos zur Verfügung stehen. Da könnt ihr euch dann noch schlau machen, falls euch das interessiert. Falls ihr aber für euch selber einfach mal ein Liebeshoroskop wollt, könnt ihr das natürlich bei mir buchen oder ihr nehmt an meiner Verlosung teil. Alle meine Abonnenten, unter denen verlose ich in diesem Monat eine 15-minütige Kurzberatung. Vielleicht werdet ihr ja dann schon eure Liebesfrage los. Und dann sonst könnt ihr auch bei mir auf der Hotline anrufen. Also ich habe jetzt eine Hotline-Nummer eingerichtet und dann ruft ihr mich bitte vorher auf meinem Kundentelefon an und dann verabreden wir uns. Und wenn ich dann da bin und Zeit habe, gebe ich euch die Hotline-Nummer und dann telefonieren wir. Kostet 2,99 die Minute. Und da kann man dann eben auf die Schnelle mal eine wichtige Frage klären. Ja, meine Lieben, dann wünsche ich euch jetzt einen schönen Januar, dass ihr diese krisenhaften Konstellationen gut in den Griff kriegt. Aber ihr habt ja Glücksplanet Jupiter auf eurer Seite und auch noch viele schöne Top-Momente, wo es dann auch in der Liebe wieder prickelt. Also, meine Lieben, alles Gute mit den Sternen.